Willkommen zurück zu Kingdoms of Amalur: Reckoning. Wir wollen unseren Quest Derfels Laboratorien weitermachen. Derfel hat mich bedrängt, einen gewissen Matix Stays einen Brief zu überbringen. Ich muss den Burschen also in Kandrian aufspüren und ihm den Brief geben. Und wir sollen ihn ja irgendwie nicht so schnell erwähnen oder so. Also laufen wir mal jetzt einfach querfeldein, denn da waren wir auch noch nicht. Deswegen kam ich da nicht so einfach mit Schnellreise hin. Muss ich jetzt dafür hier lang? Sieht so aus. Melaglia. Wieder eine neue Stadt, das ist ja toll. Zwillinge waren geboren und ich grüße euch. Krieg. Vorbei war der Frieden. Sensen und Schwerter vom Berg bis zur Küste. Überall nichts mehr als Waffen sie schmieden. Der Sturm des Zornes lässt Land und Leben bluten, ertrinken. In des Wahnsinns Fluten. Okay. Gut, dann wollen wir den mal hier suchen in dem kleinen Dorf. Ich mag ja so kleine Dörfer total gerne. Ich überlege ja immer noch, wo ich am liebsten wohnen will, in der Hoffnung, dass wenn ich die Quest wieder alle in den Städten gelöst habe, dass ich dann wieder ein neues Quartier geschenkt kriege. Aber, guten Tag. Oder kaufen kann, aber naja. So, wo sollen wir jetzt... wo ist er? Das ist da, ne? Ja, das ist der Matix. Was darf sein? Was darf sein? Was darf sein? Was darf sein? Ich hab diesen Brief für euch. Tatsächlich? Zeig mal her. Dieser Mistkerl. Er mordet kaltblütig meine geliebte Schwester Jera, lässt 30 Jahre verstreichen und glaubt, ein Stück Papier macht alles ungeschehen? Sagt Derfel, wenn ich ihm je begegne, werde ich ihn ausweiden. Oh. Aber gut, ich hab meinen Auftrag erledigt und was willst du? Ihr kommt wohl nicht von hier, was? Ich bin Elitins und ich könnte eure Hilfe bei einer heiklen Aufgabe brauchen. Wir werden unsere Aufgaben ja sowieso nie los. Heikle Aufgabe? Lord Kandrian trägt einen großen Siegelring, den er nur zum Schlafen ablegt. Ihr müsst zur Kandrian-Feste gehen und ihn stehlen. Wozu braucht ihr ihn? Seit Indre Kandrian zum Lord geworden ist, hat die Kandrian-Wache das Gebiet um seine Feste herum nicht verlassen. Die Tuatha überfallen die Kandrian-Küste, ohne dass ihnen jemand Einhalt gebietet. Das beunruhigt die Bürger von Rathir enorm. Wir wollen Lord Kandrian dazu bringen, seine Feste zu verlassen und die Tuatha in das Meer zurückzutreiben. Der Ring ist nur der erste Schritt. Naja, ist ja eine gute Sache. Ich beschaffe den Ring. Wunderbar. Es heißt, Lord Kandrian bewahre ihn in seiner Kammer in der Kandrian-Feste auf. Beschafft den Ring und kehrt für eine weitere Aufgabe zu mir zurück. Ach, schon wieder so ein Lebt wohl. Doppelkram, den wir machen sollen. Der alte Lord Kandrian ist fest entschlossen, das Dorf... Jetzt habe ich ihn angequatscht und lauf raus, auch sehr höflich. Hey, erzähl mal deine Geschichte. Ah, nee, interessiert mich schon wieder nicht. So, ja, dann können wir jetzt wieder zu ihm zurück hier. Das soll ja hier hopp gehen. Zu Derfel zurückgehen, genau, aber das ist immer so ein bisschen schwierig hier. Genau, da mal hin, jetzt hier zum Häuschen. Und dann soll er doch seinen Kram hier beenden. Er hat es ja doch schneller gemerkt, als er wahrscheinlich merken sollte. Naja. Ich nehme an, die Übergabe des Briefs an Matix Days ist reibungslos verlaufen. Ich bin nicht sicher, ob er ihn wohlwollend aufgenommen hat. Wie auch immer. Ihr habt eure zweite Arbeit erfüllt. Bei eurer nächsten Arbeit müsst ihr ein Schwert namens Höllenfluch beschaffen. Ihr findet es an der Leiche eines Klingenmeisters der Varani, der drei Schwerter genannt wird. Zählt mir von Höllenfluch. Kürzlich erreichte mich die Neuigkeit vom Tod eines großen Klingenmeisters der Varani, der als drei Schwerter bekannt war. Er hat mich besiegt und statt mich zu töten, nahm er mein Schwert Höllenfluch an sich. Ich möchte, dass ihr den Ort findet, wo drei Schwerter gefallen ist und das Schwert zurückbringt. Lebt wohl! Was wir nicht alles tun sollen. Muss ich das jetzt machen? Ich habe auch Lust, noch anderes zu machen, aber wir sind jetzt halt schon dabei, ne? Mit ihm hier. Dann müssen wir das ja auch mal durchziehen, wenn wir da schon bei sind. Jetzt will er da auch noch ein Schwert haben. Na, gehen wir doch da mal hin. Oh, ich bin so froh, dass ich offline immer schon überall rumgelaufen bin. Das erleichtert ja so einiges. Und hier haben wir auch noch wieder so ein Singendingens. Ermüdend durch Sumpf und Eis, Wüste und Wald, aber Exodus aus gefrorenen Landen. Auf jedem Hügel sangen Priester und immer näher kamen sie. Und sie gingen in Gruppen.
Meer und prächtige Flüsse beschrieb Tyrion den Bauern. Im ersten Jahr das Brot und Essen bereitet Magen, das wir noch heute essen. Die Magier, die Lyria auf Berührung erwarteten, ernten nicht in ihre Macht. Ist immer ein bisschen schade, wenn man halt diese Steine aktiviert. In dem Moment laufen die Feinde auf einen zu. In Zukunft werde ich mal schauen, dass ich die so aktiviere, dass nicht gerade dann jemand kommt. Ich habe jetzt keine Lust, an die Kiste zu gehen. Ja gut, die Truhe, da müssen wir mal reingucken. Sehr leicht. Dann versuchen wir das mal mit unseren drei Dietrichen. Das letzte Mal hat es ja ganz gut geklappt. Und es klappt diesmal auch. Ja, nehme ich mal alles mit. Und dann, ja. Gucken wir mal, ob wir hier das doofe Schwert finden. Da ist es doch schon. Da habe ich schon welche besiegt. Sehr schön. Sehr schön. Jetzt können wir ja ganz schnell wieder zu ihm zurück, bevor die nächsten Feinde nämlich mich hier entdecken. Ach, das ging ja, das war ja super jetzt. Ich finde das ganz toll, wenn ich irgendwie hier schon vorher mal ein bisschen die grobe Arbeit erledigt habe. Das erleichtert ja doch so einiges. Ich dachte, ich muss jetzt wieder sonst wo reinlaufen, um dieses dusselige Schwert zu holen. Dann geht das ja doch ganz fix hier. Dann können wir ja bald das nächste machen. Oh, ihr habt Höllenfluch beschafft. Ausgezeichnet. Nun zu euren nächsten Arbeiten. Ihr Och, müsst nö. Mir noch einige weitere Objekte bringen. Nö. Den Blutstein, einen Reif und die Rose von Kandria. Willst du mich veräppeln? Den Blutstein müsst ihr kaufen. Hier, nehmt dafür etwas Gold. Was muss ich beschaffen? Erzähl mal was über dich selber. Geht das nicht mal, Derfel? Derfel, nix mit Derfel. Nicht viele wollen in den überfluteten Ebenen von Akata leben. Zwischen den Tuata und den wilden Feen. Das Land ist so gut wie wertlos. Dennoch nenne ich es mit Freuden meine Heimat. Der Blutstein, was ist das überhaupt für ein Stein? Den Blutstein hat Kels Kafferty in Tirins Rast. Ich habe euch Gold gegeben, um ihn ihm abzukaufen. Der Reif befindet sich in einer Truhe in der Bibliothek der Scholia Arcana in Rathir. Ihr müsst verstohlen vorgehen, wenn ihr ihn haben wollt. Na toll, jetzt muss ich ja noch stehlen für dich. Du bist doch voll der Seppel hier, oder? Du bist doch voll der Fiesling. Gib's zu. Ihr braucht Höllenfluch, um die Rose vom Grab meiner Frau Gerardais zu pflücken. Der Reif befindet sich in einer Truhe in der Bibliothek Ach der so. Scholia Arcana ja. in Rab. Dann bis später. Bis später, aber ich mach das nicht jetzt. Ich habe da jetzt keine Lust zu, das jetzt alles zu machen. Ich besorge diese Sachen sonst eventuell auch offline, obwohl ihr bestimmt gerne sehen wollt, wie ich in der Bibliothek rumschleiche in Rat. Hier kann ich mir gut vorstellen. Das wäre jedenfalls so etwas, was mich interessieren würde als Zuschauer. Dann müssen wir ja nochmal eben... Dann schleichen wir hier mal rum. Vielleicht klappt das ja auch... Jetzt, ich weiß nicht, ob es jetzt klappt, weil ich nicht weiß, ob wir gerade Nacht haben, aber probieren wir es mal aus. Nee, komme ich da dann so lang? Nee, ich muss hier erstmal hoch. Hier gibt's Kuriositäten, Talismane, In Rathir waren wir auch echt nur kurz. Dabei gibt es hier natürlich auch sicherlich ganz viel, wie ihr seht, an den Ausrufezeichen auch noch zu erledigen. Aber ich bin froh, wenn wir in Erathel schon mal ein bisschen was gemacht haben. Und in der Oberstadt, waren wir hier überhaupt schon mal? Ich habe keine Ahnung. Ich muss mir mal einen Überblick hier machen. Karte. Bin ich richtig hier? Ja, ich bin richtig. Soll nur da langlaufen. Geht weiter! Ich soll in die Unterstadt, nicht in die Oberstadt. Ich habe mich jetzt wahrscheinlich vom falschen Kringel leiten lassen. Soll nicht in die Oberstadt, aber dann waren wir da wenigstens ein paar Sekunden. Kuriositäten, Talismane, mächtige Gegenstände. Ja, die Belagerung, das war eh. Und wen kann ich schicken? Ja, aber wenn ich jetzt hier rauslaufe, dann bin ich doch weg. Laufe ich doch raus. Jetzt bin ich verwirrt. Oberstadt, dann war das doch richtig. Oh Manno. Wie ätzend. Warum wurde ich denn da wieder weggeschickt? Das kapiere ich jetzt gerade nicht. Und warum geht es mir so schlecht? Kuriositäten, Talismane, mächtige Gegenstände. Ja. Ihr seid klasse, ihr Leute hier.
Ich kaufe bestimmt auch noch bei euch was. Ah, hier soll ich hin. Haha, okay. Ich glaube, hier bin ich hier. Hä? Verwirrend. Und jetzt muss ich hier wahrscheinlich... Es ist ein Albtraum. Hier muss ich jetzt wahrscheinlich weiterlaufen. Ah, okay. Alles klar. Guten Abend. Hi. Oh, oh. Aber darf ich hier jetzt einfach rein? Also ich meine, ich habe die Stadt gerettet, aber... Hier in der Bibliothek einfach so rumschnüffeln. Aber auch schön hier wieder. Oh. Interessanter Ort. Guten Abend. Guten Abend. Bin hier, um zu stehlen, leider. Obwohl mir das überhaupt nicht passt gerade. Oh je, Mene. Und die sind alle da. Die sehen mich doch, wenn ich jetzt hier... Guck mal, die sieht mich doch. Oder er. Wo muss ich das stehlen? Irgendwie bemerkt er mich gar nicht. Ich muss das Ding bannen. Das schaffe ich doch nicht. Das schaffe ich nicht. Das war's mal wieder. Jetzt kann ich sie aufschließen mit Mittel. Ich habe es versucht. Aber ich habe das Gefühl gehabt, dass es diesmal am Anfang ein bisschen besser geklappt hat mit diesen... Merken die das nicht? Der bemerkt das gar nicht, ne? Der bemerkt mich echt nicht. Schläft der? Vielleicht ist er auch eingeschlafen. Hm. Interessant. Okay, gut. Dann habe ich jetzt, glaube ich, alles. Dann gehe ich wieder raus. Ja, die bemerken mich, aber die wissen nicht, dass ich was geklaut habe, oder? Die wissen nicht, dass ich was geklaut habe. Ich nehme die Quest hier mal nicht an. Denn Rathier-Quest können wir immer noch nacheinander alle hier in der Stadt machen. Dann hat man sich auch von Stadt zu Stadt eingearbeitet. Kann ich hier jetzt reisen oder... Oder geht das nicht? Ich muss hier erstmal raus jetzt. Hallo. Hi. Ach, jetzt habe ich das doch gemacht. Unglaublich. Huch, jetzt bin ich wieder zurückgelaufen. Wollte ich gar nicht. Wollte ja weg hier. Doof. Hallo. Muss ich da runter und rüber? War das die rote Tür? Ja, wenn jetzt... Will mich nicht schon wieder verlaufen. Gebietskarte. Und ich will doch... nach Arcania, in die Haupthalle zurück. So. Nein, ich habe es aber noch nicht geklaut, ne? Ich habe mir fast gedacht, dass ich das noch nicht gefunden habe. Da ist, das ist noch, ich habe, war, Guten Abend. Bin, nee, jetzt kommt erstmal das nächste und ich laufe an allen wieder vorbei. Und dann müsste ich das doch haben, ne? Ich habe es noch nicht mitgekriegt. Tretet beiseite. Genau, in die Unterstadt und dann raus. Und dann können wir, glaube ich, auch wieder schnell reisen. Stimmt das oder stimmt es nicht? So. Haha. Kriege ich sogar hin. Und ich glaube, hier ist das, was wir kaufen sollen. Ach, das ist hier direkt hier in der Nähe, im Gasthof. Ja, hier waren wir jetzt ja auch schon öfters mal, beziehungsweise ich vor allem, mit Sachen kaufen und so. So, und dann ist hier jetzt was bei Kells Cafferty. Tretet heran und erlebt die Weisheit des Schicksals. Ich bin der große Kells Cafferty, eingeschworener und treuer Diener der Schwestern des Schicksals. Sprecht, auf dass ich eure Zukunft vorhersage und dank meiner Gabe eure sterbliche Seele segne. Mhm, ich will den Blutstein kaufen. Üblicherweise finden derlei Transaktionen unter diskreteren Umständen statt, wenn ihr versteht, was ich meine. Muss ich jetzt warten, dass Nacht ist? Ich sage euch was. Ich trenne mich davon. Aber das wird nicht billig werden. Ja, ich hab Gold. Die Hälfte und fertig. Ihr scherzt. Das ist Wegelagerei. Na gut, dann nicht. Hier ist das Geld.
Es war ein Vergnügen, Geschäfte mit euch zu machen, meine Liebe. Hätte ja klappen können. So, ich will auch gar nicht wissen, wer du bist und überhaupt. Du bist ja eh nur so ein Scharlatan-Typ, nehme ich mal an. Und dann gehen wir wieder raus, die Maus. Und ja, eigentlich wollte ich den Quest gar nicht lösen jetzt, aber jetzt habe ich es ja doch schon fast geschafft. Ja, weil ich halt heimlich in die Bibliothek bin, ne? Also, heimlich hier rumgelungert. So, Tams Wagen. Mensch, vielleicht ist der Händler ja wieder da. Hören wir mal wieder. Und wieder alle am Jammern, ne? Gehen alle wieder, oh. Alle wieder sofort runter und auf Kommando. Oh, ich habe solche Schmerzen. So, da vorne soll ich hin. Das ist das Letzte dann. Jera Sorins Grabstein ist mit feinen Blumen und Rankenschnitzereien verziert, die in ihrem Detailreichtum unglaublich lebensecht wirken. Eine einzelne Rose sticht aus diesem Werk noch heraus. Die Rose entfernen. Das Grab in Ruhe lassen. So langsam frage ich mich, ob er der überhaupt ist. Weil Jera Sorin, ne? Ist das denn überhaupt seine Frau oder will er einfach nur Geld damit machen? Naja, jetzt haben wir es gemacht. Das war so klar. Ich habe etwas für euch. Ja. Das war die Strafe dafür, dass wir hier rangegangen sind. Und wir haben die Rose auch jetzt bei uns. So, jetzt bin ich ja mal gespannt. Also, wenn es drauf ankommt, ich würde auch gegen ihn kämpfen. So ist nicht, ne? Falls der uns jetzt verarscht hat oder so, dann werden wir es ja jetzt rausfinden. Dann will ich mal fertig sein hier. Wir haben immer noch andere Sachen, die wir zu tun haben. Und der wird uns wahrscheinlich noch ein Quest und noch ein Quest und noch ein Quest aufdrücken. Ah, ihr seid zurück. Eure siebte Arbeit wartet schon auf euch. Ach komm. Die von euch gesammelten Gegenstände ergeben zusammen den amrüntischen Reif, die Krone der Könige von Kandrian. Eure siebte Arbeit besteht darin, diese Krone wieder zusammenzusetzen. Wie setze ich den Reif zusammen? Es gibt nur einen Ort, wo der amrüntische Reif wieder zusammengesetzt werden kann, Onarach. Sucht eine feien Gemmenschleiferin namens Handy und sagt ihr, dass ich euch schicke. Sie wird euch dabei helfen, den amrüntischen Reif wieder zusammenzusetzen. Zugegeben. Lebt wohl. Zugegeben ist der Quest trotzdem auch irgendwie interessant. Also auch wenn es ein bisschen immer nervt, wenn die Leute einem so viel aufdrücken. Gut, ich muss es natürlich nicht machen. Ne? Ich mache das jetzt halt auch einfach immer, weil man ja doch immer so von der Welt und den Leuten mehr entdeckt. Sonst weiß man ja immer gar nicht, wer hinter wem steckt. Man kann einfach nicht mit allen reden. Es geht nicht. Und so hat man immer mal die Möglichkeit, in kurzer Zeit ganz viel zu entdecken. Geht der Stein hier erstmal runter. So, dann laufe ich mal hier raus. An der schönen Windmühle vorbei und hier links. Werd auch direkt immer angegriffen. Könnt ihr es mal sein lassen? Mein Gott, was gehen die mir auf den Keks manchmal? Echt. Ah, und hier kann ich nicht runter. Kann ich hier irgendwie runterspringen? Ich will nicht gegen den Wolf kämpfen. Ich will hier runter. Ich muss nämlich da unten anscheinend in die Höhle, oder was? Warum muss ich hier eigentlich in die Höhle? Hier kann ich runter. Hui! Der kommt mir doch auf die Fersen. Da kommt doch einer mir entgegen. Der Wolf hier bestimmt. Ich muss hier unten lang, ne? Ja, ich sehe das gerade oben rechts an dem... Ich orientiere mich immer gerade an oben. Och, da ist ein Bär. Ich schleich mal. Hoffentlich bemerkt er mich nicht. Ich gehe mal eben hier schnell an ihm vorbei. Zack, Onarach. Hier waren wir noch nie. Das sieht aber interessant wieder aus. Oh, wieder so eine geheimnisvolle Höhle. Wie immer, es sind ja immer nur geheimnisvolle Höhlen. Na gut. Zu dir soll ich bestimmt... Nee, Handy. Handy? Ich bekomme hier in Onarach nicht oft Besuch. Worin besteht euer Anliegen? Die kennen wir doch, oder? Nee. Gem entfernt. Derfel schickt mich. In der Tat. Ich spüre die Macht, die von den Gegenständen ausgeht, die ihr bei euch tragt. Gebt mir etwas Zeit und ich setze den Reif wieder zusammen. Bitte sehr, nehmt ihn mit meinem Segen.
zack, eine Sekunde gebraucht. Erzähl mal was über Derfel. Derfel ist ein sehr alter Freund von mir. Allerdings habe ich seit Jahren nichts mehr von ihm gehört. Es ist schön, endlich mal wieder etwas von ihm zu hören. Okay, aber dann hat sie anscheinend kein schlechtes Verhältnis zu ihm. Wer bist du? Nichts wirklich Interessantes. Nur eine einsame Gemmenschleiferin. Oh, okay. Na dann. Nee, wir wollen keine Gemmen entfernen. Ist alles okay. Und jetzt dürfen wir die Krone überbringen und machen noch eben schnell den Stufenaufstieg zusammen. Sonst mache ich den ja immer offline. Und was will ich? Ich will jetzt eigentlich mal in meine Verstohlenheit, glaube ich. Sichtweine Arglose kann, während du verstohlen wirst. Da können wir dann ein bisschen länger vielleicht mal verstohlen bleiben. Aber es gibt eigentlich auf alles. Alchemie müsste man auch mal bannen, kann ich ja auch immer nicht. Was kann ich überhaupt? Überzeugung wäre auch gut. Ah, ich pack mal was in Überzeugung. In letzter Zeit überzeugen wir wieder viel durch die ganzen Nebenquests. Ich pack mal was in Überzeugung. Das kann ja nicht schaden. So, auch das kann nie schaden. 5 von 5. Wir haben fast alles von den Pfeilen geschafft. Richtig gut. Das finde ich super. Ich kann hier Rauchbomben machen. Das will ich irgendwie nie. Aber irgendwie benutze ich es ja anscheinend doch immer. Ich mach mal hier in das Gift noch was rein. Und in die Chakrams sollte ich auch noch mal was reintun. Und schon sind gar keine Punkte mehr da. Warum? Weil ich da reingetan habe? Wo habe ich denn noch an da? Habe ich da einen reingetan? Es geht so schnell. Na gut. Sind immer schnell weg, die Punkte. Schade. Alles klar. So, geschafft. Wir sehen uns im nächsten Part von Kingdoms of Amalur und überbringen dann die Krone. Bis dann!